So, Patrick, sind wir heute in Halle 9. Wie geht's dir denn so? So, jetzt aber endlich in Halle 9 angekommen. Patrick ist wieder da, hat gerade Durchfall. Den geht's jetzt besser, glaube ich. Ja, ich war ein bisschen aggressiv eben, aber es geht jetzt wieder. Weißt du, die ganzen Leute hier und so, ja, ja. Metro Exodus, schön. Einer der wichtigsten Titel auf jeden Fall bei Deep Silver. Was sagst du dazu? Ja, ich habe auch die Vorgänger gespielt. Ich habe die Atmosphäre gemocht. Ne? Man ist ja durch die Moskauer U-Bahn gelaufen, total düster und so. Als große Neuerung bei Metro Exodus wird man die U-Bahn oder die Metro verlassen und es wird sehr viel mehr in Richtung Open World gehen. Und das finde ich schon sehr interessant, aber man wird auch immer mal wieder in Gebäude oder in Tunnel oder so gehen. Also diese Atmosphäre wird schon rüberkommen, aber es wird sich vieles verändern und natürlich wieder ganz viele Mutanten hier, ne? Auf jeden Fall, in Gebäude und Tunneln gehen, das stelle ich mir echt geil vor. Schauen wir mal, was hier noch so in Halle 9 existiert, ne? Mister, Sie haben doch hier in Halle 6 den Operation Grand Prix gewonnen. Ja, habe ich gewonnen, genau. Ich bin auch jetzt privat hier mit meinem neuen Auto, unser Planation Firmenauto, ja, sind wir hier und ja. Wir haben es ja. Ne? Ja, Porto kannst du. Okay, lass doch mal einen Test fahren. Ja, auf jeden Fall Deep Silver, ein umfangreiches Angebot hier in Halle 9. Wir haben hier Persona 3, Dancing in Moonlight, Persona 5, Dancing in Sunlight und was gibt's noch? Nee, alles, Patrick. Fist of the North Star haben wir noch, Lost Paradise. Genau, Valkyria Chronicles 4, auch auf jeden Fall sehr interessant für viele. Und sieht man jetzt vielleicht gerade nicht, Football Manager 2019 und ein sehr großes Franchise, könnte vielleicht auch ein großer Titel werden. Team Sonic Racing tatsächlich. Sonic ist zurück in einem geilen Racing-Spiel. Und dann sind wir natürlich beim Thema, wir haben auch noch F1 2018. Da fährt man mit wunderschönen Formel 1 Autos über die Piste, ja, das ist auch geil. Und ja, ja, was haben wir hier? Weibliche Reize haben wir auch in Dead or Alive 6. Ja, da ja. Gehen wir uns mal gegenseitig an die Gurgel, ne? Ja, auf Maul. Ja. Ah, Patrick, endlich zu Hause, ne? Guck mal hier, Nintendo, rot wie Planation.de. Ja, das ist wie unser Wohnzimmer. Eigentlich können wir hier einziehen, so, ne? Genau, ich fühle mich schon wie zu Hause. Auf jeden Fall haben wir Super Mario Party, kommt ja bald raus. Und wir können es jetzt schon anspielen heute. Ja, wir haben Mario Tennis Aces, das hast du ja sogar getestet auf Planation.de. Und Splatoon 2 sagt ja auch vielleicht dem einen oder anderen was, ne? Genau, das ist auf jeden Fall auch ein super geiles Shooter-Game mit Farben, so wie man es halt von Nintendo kennt. Und Starlink ist ja auch noch ein ganz großes Thema halt von Ubisoft mitentwickelt, ne? Ja. Ach, mir fällt da noch ein Titel ein, wenn man einmal hier um den Stand rumgeht. Diablo 3, gibt es ja jetzt auch, also jetzt noch nicht, ich glaube, das kommt bald raus, ne? Für die Nintendo Switch und unsere Redakteure haben das eben schon angespielt und die waren richtig begeistert. Oh, da kriegen wir vielleicht noch was im Recap näher zu hören. Auf jeden Fall gibt es natürlich auch Super Smash Bros. Ultimate jetzt. Das ist natürlich für viele auch der allerwichtigste Titel hier bei Nintendo. Ja, und der allerwichtigste Stand natürlich hier in Halle 9. Das Franchise Nummer 1. Overkill's The Walking Dead. Ah, hi. Ich bin ein freundlicher Messe-Zombie. Ah, genau. Wolltest du mit mir zusammen die ESL angucken oder was? Genau, weil da hinten ist ja zum Beispiel Overkill's The Walking Dead. Ja, ja. Das ist natürlich für viele ein interessanter Titel. Gar nicht mal so scheiße, habe ich gehört. Ich habe noch gar nicht so viel dazu gesehen, aber du hast ja öfters drüber geschrieben. Und ich bin sowieso ein großer TWD-Fan. Insofern könnte mal interessant werden, ne? Wird wahrscheinlich nicht so ein abgehalftetes Abklatsch-Ding wie das letzte Walking Dead-Spiel. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wie gesagt, ESL natürlich. Big Player kommt zusammen, spielen vor. Und apropos vorspielen, jetzt sind wir auch noch bei Twitch direkt. Ja, genau. Da sind auch noch einige Livestreamer, die dann ein bisschen vorspielen. Auch ganz geil. Riesiger Stand, ne? Ja. Die machen ja halt, Livestreamer werden ja halt eingeladen. Dann können die ja vor Ort mal ihren Stream quasi starten und raushauen. Hier kann man auch noch zocken. Twitch ist für viele wahrscheinlich auch sehr interessant. Bisschen Amazon, da hinten sieht man es vielleicht, da haben wir noch Amazon. Hier sind noch ganz viele Stände und ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu Square Enix, oder? Square Enix? Kingdom Hearts? Ja. Ach, wo sind wir denn hier gelandet? Square Enix. Meinst du, hier gibt es Spiele oder hier gibt es nichts? Ich suche meinen Haustürschlüssel, hast du den gefunden? Ja, keine Ahnung, ich habe meinen auch gerade verloren. Aber was ich gefunden habe, ist Kingdom Hearts 3. Oh. Da kann man nämlich richtig geil jetzt hier tatsächlich den Toy Story Arc anspielen. Und sogar nicht nur die Fachbesucher, sondern auch der normale Konsument kann hierher kommen. Nicht so als Patrick könnt jetzt hier hinkommen und dann das spielen? Genau, oder der handelsübliche Patrick, den man überall in Ikea findet, den kann man hier auf jeden Fall Kingdom Hearts 3 anspielen. Also falls euch das Spiel interessiert, boah, es ist ja schon 1000 Jahre in der Entwicklung gefühlt. Und ich bin schon ganz heiß. Die Frage ist... Gibt es da viele Schlüsselmomente im Spiel? Haben sie versprochen, ja. Ich wäre enttäuscht, wenn nicht. Dragon Quest 11 gibt es hier eigentlich auch noch. Also falls euch das interessiert, ne, auch nicht verkehrt. Und da hinten sehe ich auch noch irgendwas. Oh ja.
Ja, hier ist immer noch Square Enix. Jetzt haben wir hier tatsächlich Shadow of the Tomb Raider. Oh ja, das ist ja genau mein Titel. Ja. Ich habe mir das ja letztens noch mit Ben in Hamburg angeschaut bei Square Enix. Ja, das war sehr interessant. Wir haben schon zwei verschiedene Previews auf der Seite auf internation.de mit verschiedenen Schwerpunkten. Die zweite einmal mit der Entwicklung, beziehungsweise wie hat sich Lara Croft denn in dem Reboot verändert? Denn der Reboot besteht aus drei verschiedenen Teilen. Und Shadow of the Tomb Raider ist jetzt mittlerweile der dritte Teil. Das heißt, damit wird dann auch die Trilogie rund um die sich entwickelnde Lara Croft abgeschlossen. Genau, also für Fans auf jeden Fall ein Muss. Guckt es euch an hier auf der Messe, wenn ihr vor Ort seid. Und wir gehen jetzt auch mal spielen, ne? Ja! Geil, endlich! So, Patrick, da waren wir auf jeden Fall mal heute in Halle 9 unterwegs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was war denn dein liebstes Produkt, sagen wir mal hier, ein Spieleprodukt? Ja, natürlich Shadow of the Tomb Raider, da freue ich mich am meisten. Aber ich muss sagen, Nintendo hat natürlich auch wieder einen tollen Stand hier mit einem riesigen Line-Up. Tolle Spiele mit dabei, bunt gemischt und natürlich für die ganze Familie. Ja, genau. Ich war auf jeden Fall ein großer Square Enix-Fan. Wie gesagt, Kingdom Hearts, das ist mein Element. Kein Final Fantasy hier, es gibt ja aber auch kein neues. Nichts zu Final Fantasy 7 Remake, ist ein bisschen schade. Aber das ist natürlich halb so wild, Leute. Ne? Kommt auf jeden Fall vorbei. Hier, wie gesagt, im Nintendo-Bereich, alles super toll aus. Familie, Community, Twitch, ne, ESL. Also die Community ist auf jeden Fall auch ganz stark vertreten hier. Der einzelnen Streamer oder auch der ganzen ESL und alles der Profispieler. Und ja, also wie gesagt, das Beste, was man eigentlich mitunter sehen kann, oder ihr? Ja, das ist wirklich eine bunte Halle. Hier ist alles mit dabei. Aber ist es jetzt die beste und interessanteste Halle? Kann man das so bewerten überhaupt? Kann man das schon sagen? Wir werden es ganz am Ende irgendwann mal herausfinden. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Schön, dass du da bist, Maxim. Nimm Garten.